David, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Du Gerne. leitest die Abteilung Neue Medien in Forschung und Lehre an der Universität Stuttgart. Du beschäftigst dich mit Fragestellungen rund um, wie kann Digitalisierung in der Lehre in allen Bereichen der Hochschule gewinnbringend platziert und umgesetzt werden. Was ist in erster Linie deine institutionelle Rolle an der Uni Stuttgart? In der Abteilungsleitung verantworte ich einen Großteil der Webinfrastruktur, die wir haben, sei es in der Lehre, E-Learning, sei es der Webserver der Uni mit den angeschlossenen Diensten, Web-Content-Management-System zum Beispiel. Und in der Forschung geht es so in Forschungsdatenmanagement, dort das Repositorium zu gestalten. Das findet zusammen mit der UB, aber auch stark mit Mitarbeitern bei mir statt. Hast du einen strategischen Auftrag, was E-Learning angeht? Gut, wir haben jetzt gerade in der letzten Woche verabschiedet Leitlinien für digitales Lehren und Lernen an der Uni Stuttgart. Das ist vom Rektorat her entwickelt worden, jetzt auch vom Senat verabschiedet. Deswegen musste der Text auch nochmal geändert werden, ist noch nicht veröffentlicht, weil es eben jetzt die Leitlinien nicht nur des Rektorats, sondern von Rektorat und Senat sind. Und das steckt so ungefähr die Felder ab, wo die Schwerpunkte für die Entwicklung liegen sollen. Ist das alles so auch konform mit dem, was du dir so vorstellst in deiner Position? Ja, ich war ja auch involviert. Sehr gut, das hören wir gerne, darauf wollte ich hinaus. Wunderbar. Wie sind die Services aus deiner Abteilung für jetzt die Zielgruppe der Lehrenden strukturiert? Was bietet ihr an, an Beratung didaktischer Natur und so weiter? Oh, also Didaktik haben wir erstmal natürlich überhaupt nicht. Das gab es an der Uni Stuttgart noch nie. Natürlich haben wir die Hochschuldidaktik, die allgemeine, aber Mediendidaktik ist bisher so eine Leerstelle, ein dunkler Fleck bei uns gewesen. Wir sind zunächst mal, weil die technischen Informations- und Kommunikationsdienste, wie das Rechenzentrum umbenannt worden ist, in erster Linie für die technische Infrastruktur zuständig. Und damit per se erstmal nicht für Mediendidaktik. Bei uns ist nur das große Problem, dass die Anfragen bei uns aufschlagen, gerade im Kontext der Lernplattform. Und dort müssen wir antworten können. Und von daher geht es bei uns sehr weit in die sogenannten weichen Bereiche hinein, dass wir die Lehrenden auch beraten müssen, halt schauen, wie wir mit der allgemeinen Hochschuldidaktik zusammenarbeiten. Da müssen wir noch schauen, dass wir die Angebote richtig verzahnen und gut aufeinander verweisen. Aber da gibt es eine Kooperation mit der Hochschuldidaktik? Da gibt es eine Zusammenarbeit mit der Hochschuldidaktik, die ist jetzt noch nicht so lang, die ist noch ein zartes Pflänzlein und ich hoffe, dass das noch wachsen wird. Das hört sich sehr gut an, das ist ja schon mal ein guter Start auf jeden Fall. Wenn jetzt sich eine Lehrperson bei euch meldet und sagt, also ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr wissen über die Lernplattform, guckt ihr euch dann erstmal die sozusagen Inhalte an und gebt ihr auch Empfehlungen, sowas wie zum Beispiel, ach, da könnte ich mir jetzt vorstellen, vielleicht mal ein Video zu machen oder sowas, macht ihr sowas auch? Teilweise, aber eher selten. Das ist jetzt eine Kollegin von der PH Ludwigsburg zu uns gewechselt, die größere mediendidaktische Expertise hat, als wir es bisher im Team hatten. Und da werden wir das sicherlich in Zukunft stärker ausbauen können. Und ansonsten ist es ja die Erfahrung von uns allen, die wir mit der Thematik lang zu tun haben und da bleibt es nicht aus, dass man auch das ein oder andere Didaktische mitbekommt. Aber keiner von uns sonst hat das irgendwie gelernt oder studiert. Okay. Wir haben von dir gehört, sozusagen, wie damit umgegangen werden soll, Digitalisierung als Selbstzweck oder als Nicht-Selbstzweck zu betrachten. Willst du das nochmal kurz zusammenfassen? Sagen wir mal, zunächst mal, diese Worthülse Digitalisierung als Selbstzweck taucht sehr häufig auf und sie hat mich nie überzeugt, immer etwas geärgert, gerade auch im Argumentationskontext, in dem sie steht, weil es in der Regel ein Rechtfertigungsdiskurs von Digitalisierungsbefürwortern sind, die sich so entschuldigen, wir digitalisieren ja nicht zum Selbstzweck, sondern. Und diese Sondern-Gründe, die sind halt nicht so wahnsinnig stichhaltig, wenn man
sich dann mal anschaut, wann und wo überhaupt digitalisiert wird. Mhm. Wenn man sich anschaut, die Einführung von PowerPoint, da hat sicher keinen didaktischen Mehrwert gehabt. Die Einführung von Lernplattformen hat Organisationen enorm vereinfacht, hat urheberrechtlich überhaupt die Grundlage geschaffen, dass es im Self-Service Fremdmaterialien genutzt werden können. Oder jetzt bei den Hörsälen in der Digitalisierung, also wir haben wirklich digitalisierte Hörsäle an der Uni Stuttgart, wo sämtliche Signale nicht mehr analog, sondern digital laufen vom Notebook auf den Beamer und Ton, alles ist digitalisiert. So können wir direkt streamen in andere Hörsäle, an andere Orte. Oder wir können, wenn dann der Dozent das möchte, der hat nur ein Panel und sagt, ich will das auch aufzeichnen. Und dann fließt es auch übers Netz direkt bei uns ins Data Center, also gibt es keinen Rechner mehr im Hörsaal. Und das ist eine allgemeine Entwicklung. Die Hörsäle wurden renoviert mit moderner Technik und die ist nun einmal digital. Und dann erzeugt das natürlich Mehrwert und die wollen wir dann auch vernünftig nutzen und nicht lang uns rechtfertigen müssen. Sind Vorlesungsaufzeichnungen didaktisch der höchste Zweck der gesamten Digitalisierung. Wie erlebst du denn die Lehrenden? Sind die eher aufgeschlossen der Digitalisierung grundsätzlich gegenüber oder hast du eher so das Gefühl, oh, da muss man irgendwie kratzen und erklären und weißt du überhaupt, was Digitalisierung ist und so weiter? Also da sind wir in einer recht komfortablen Situation insgesamt an der Uni Stuttgart durch das große universitätsinterne Programm 100 Online damals Anfang des Jahrhunderts in den Nullerjahren gab es knapp 240 kleine Einzelprojekte an den Instituten quer über alle Fakultäten und das hat sehr geöffnet die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch die Selbstverständlichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das war genau die Zeit, in dem Projekt habe ich an der Uni Stuttgart angefangen zu arbeiten, kenne aus der Zeit noch viele Dozenten und das ist also von daher eine große Selbstverständlichkeit, dass wenn wir zu denen kommen, wir eine abwehrende Haltung, die ich von vielen anderen Hochschulen höre, nicht haben. Gibt es also bei euch dann eher nicht? Das ist natürlich gegen Vorlesungsaufzeichnungen, hat viele, weil es ja auch irgendwie an die Persönlichkeit des Vortragenden geht, klar, genau. Vorbehalte. Das kann ich auch verstehen, also das will ich jetzt mal ausnehmen, aber nicht generell E-Learning oder Nutzung der Lernplattform oder ja, andere Videos, Simulationen einzubauen, wo es sinnvoll ist. Du propagierst so ein bisschen sozusagen auch den Mut zum Ausprobieren. Wäre das die Empfehlung, die du hast an Lehrende, wenn es um digitalen Medieneinsatz im Unterricht geht? Unbedingt, weil man muss die Erfahrung sammeln, man muss es machen, man muss schauen, was für sich passt, was für die Studierenden passt, für die jeweilige Gruppe und das Fach. Das liegt immer noch nicht auf der Hand, was da das Richtige ist. Und deswegen muss man das ausprobieren und seinen Weg finden. Und der wird sicher immer viele digitale Elemente haben, nicht ausschließlich. Es wäre ja schade, wenn da alles nur noch digital wäre. Darum geht es mir auch überhaupt nicht. Aber es muss probiert werden, denn auch ohne das Digitale wird es nicht mehr gehen. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, David. Gerne.